Die US-Fernsehdebatte zwischen Joe Biden und Donald Trump ist wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiges Ereignis für die Aktienmärkte in den nächsten Tagen und Wochen, denn es hat gezeigt, dass die Risiken eher steigen vor der US-Wahl und vielleicht sogar nach der US-Wahl, als dass sie fallen, und die Aktienmärkte, im Mindesten die US-Futures und die asiatischen Aktienmärkte, beginnen dieses steigende Risiko einzupreisen. Es ist die Situation, die, dass man sagen kann, eigentlich ist das, was Trump erreichen wollte, nämlich zu zeigen, dass Joe Biden senil ist. Das ist nicht gelungen. Der wirkte relativ agil, und damit entstehen jetzt Konstellationen, die ich in diesem Video kurz mal zeigen will. Wir haben zunächst mal eine, naja, kann man sagen, stark negative Aufnahme, überwiegend in sozialen Medien, aber auch in anderen Medien wie hier CNN, wo eine Kommentatorin sagte, das war eine Shitshow, eine, naja, Sie können sich das selber wahrscheinlich übersetzen, das dürfte das geflügelte Wort jetzt werden in den nächsten Tagen in der Kommentierung dessen, was da passiert ist. Da ist zum Beispiel eben auch so verbale Entgleisungen wie von Joe Biden, will you shut up man, wirst du endlich auf Deutsch gesagt dein Maul halten. Also das sind die Dinge, die natürlich jetzt erstmal vom Stil her sehr, sehr fragwürdig sind. Aber der Aggressivere in der Situation war gleichwohl, obwohl sich auch Joe Biden hier im Ton vergriffen hat, war gleichwohl mehr Attacke reitend Donald Trump. Und wir sehen, dass man sogar von einem Chaos spricht, was hier ausgebrochen sei. Kritik an Wallace, dem Moderator, dass der das nicht so richtig im Griff gehabt hat. Und hier hatte zum Beispiel auch Biden dann Trump als Rassisten bezeichnet. Und so fort und so weiter. Und das Entscheidende, was möglicherweise jetzt wirklich das Thema Unsicherheit in Sachen Aktienmärkte vor der US-Wahl nochmal entscheidend geprägt hat oder entscheidend bringen wird, das ist das, was ich Ihnen hier zeigen wollte. Naja, kaum muss man ein bisschen vorspulen, dann ist es hier. Das ist genau der Punkt auf die Frage von Chris Wallace. Naja, wollen Sie jetzt diese weißen Supremacists, Militärgruppen, paramilitärischen Gruppen, diese rechtsradikalen Gruppen, wie zum Beispiel die Proud Boys, verurteilen? Und dann hat Trump klar gesagt, ich stehe hinter Ihnen. Und das heißt, das ist ja eine Gruppierung zum Beispiel, die sagt, ja, wenn Trump die Wahl verliert und wir das Gefühl haben, da ging es nicht mit rechten Dingen zu, dann werden wir durchaus auch mit Waffengewalt eben agieren. Das heißt, es schürt hier die Sorgen vor einem möglichen Bürgerkrieg. Das ist genau das Thema, was hier entscheidend ist. Und das hat dazu geführt, dass wir dann eine negative Reaktion an den Märkten gesehen haben. Dazu gleich mal mehr. Schauen wir uns zunächst mal an, wie die Lage war oder welche Themen besprochen wurden. Ich hatte das gestern kurz im Video schon mal gebracht. Da ist vor allem der letzte Punkt, die Integrität der US-Wahl. Das war eigentlich mit der entscheidende Punkt in Sachen Wirtschaft gleich mehr. Jedenfalls war das sozusagen das eigentlich, was die Aktienmärkte am meisten interessiert. Nämlich die Frage, wird es einen geordneten Übergang geben? Sollte Trump die Wahl verlieren, wird er das akzeptieren? Joe Biden hat klar gesagt, ja, ich werde eine Niederlage akzeptieren. Und Trump hat eben dieses Bekenntnis nicht gegeben. Im Gegenteil, mit Verweis auf die Proud Boys, auf diese rechtsradikalen paramilitärischen Gruppen, eben dann letztendlich diese Unsicherheit geschürt und die Reaktion der Aktienmärkte entsprechend. Jedenfalls sehen wir, dass wir im Vorfeld ja schon eine Favoritenstellung von Biden hatten. Die wahrscheinlichste Option war, dass Biden US-Präsident wird und dann sogar beide Kammern, also Abgeordnetenhaus und Senat, bei den Demokraten bleiben. Insgesamt eine Favoritenstellung. Die Aktienmärkte haben das in ihrem saisonalen Verlauf, der eigentlich typisch ist, wenn der Amtsinhaber die Wahl verliert, durchaus eingepreist. Natürlich ist jetzt eigentlich für die Frage, ob Trump oder Biden Präsident wird, gar nicht so entscheidend. Letztendlich ist es so, dass Biden zwar die Unternehmenssteuern stärker anheben würde, dafür aber die Zölle eher senken würde, es mehr Stimulus geben würde. Also wahrscheinlich ist das ein Nullsummenspiel jetzt aus Sicht der Wirtschaft. Aber dennoch ist das eben von psychologischer Bedeutung, ob jetzt die Märkte weiter fürchten müssen, dass es dann richtig zu Chaos kommt. Der VIX, also die Volatilitätserwartung, eingepreist in Futures Oktober und November, hat diese Erwartung schon durchaus eingepreist, dass eben die Dinge ganz, ganz schwierig werden.
Und das ist genau der Punkt. Jedenfalls sehen wir jetzt, dass bei Wetteplattformen Biden sogar gestiegen ist nach dieser Debatte, weil eben sozusagen die Latte relativ tief hing für Joe Biden. Da hatten nicht viele viel erwartet. Dementsprechend hat er einen ordentlichen Auftritt hingelegt. Und das hat ihn sozusagen dann nach vorne katapultiert. Also die Wahrscheinlichkeit, zumindest was hier Wettplattformen sehen, ist gestiegen, dass Biden die Wahl gewinnt. Hier sehen wir nochmal diese Proud Boys, diese Gruppierung, die durchaus in den USA mehr und mehr Anhänger findet, eben paramilitärische, bewaffnete Leute, die hier sozusagen, naja, schon gedroht haben, dass sie durchaus Aktionen machen werden, wenn Trump die Wahl verliert. Wir sehen, dass sie dann eben auch, und das ist der Chart des S&P 500 auf Future-Basis, ein Chart von Capital.com, meine Damen und Herren, nur, dass ich es mal erwähnt habe, jedenfalls sehen wir die negative Reaktion in den asiatischen Märkten. Zuvor ging es noch nach oben. Und dann jetzt eben die Schwäche, die Unsicherheit, die hier am Markt jetzt vorhanden ist, weil eben letztendlich die Aktienmärkte nicht das bekommen haben, was sie wollten, nämlich eine Versicherung, dass doch irgendwie dieser geordnete Übergang stattfinden wird. Fernsehdebatten sind so eine Sache, jedenfalls haben wir gesehen in vielerlei Hinsicht in den letzten Jahrzehnten und Jahren, dass diejenigen, die sich in der Fernsehdebatte besser geschlagen haben, nicht zwangsläufig dann auch US-Präsident geworden sind. Angesichts der Tatsache aber, dass offenkundig, zumindest wenn man den Umfragen glauben darf, Trump-Fans werden den Umfragen natürlich nicht glauben, das ist klar, jedenfalls laut Umfragen liegt eben Biden vorne. Und für Trump war das eigentlich nochmal eine Riesenchance in der Fernsehdebatte zu zeigen, dass er viel vitaler ist, dass er sozusagen das Heft in der Hand hat, während Joe Biden ja praktisch überhaupt nicht mehr agil ist, nicht mehr wirklich jemand ist, der jetzt im Gefolge der Corona-Krise die Dinge, die Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen kann. Das ist jedenfalls nicht gelungen und damit ist eine Chance verpufft. Jetzt fragen viele, brauchen wir überhaupt eine zweite und dritte Debatte? Es soll ja drei Debatten geben. Nächste Woche soll dann zunächst mal die Vizepräsidenten, die Anwärter zumindest, aufeinandertreffen, Mike Pence und Kamala Harris. Jedenfalls ist das vielleicht die letzte, die einzige und letzte Fernsehdebatte jetzt gewesen. Wir werden es sehen. Schauen wir uns noch an, dass hier im Vorfeld nochmal Pelosi versucht hat, nochmal doch mit Mnuchin irgendwie über den Stimulus zu sprechen. Aber die Fronten haben sich eben auch durch diese Fernsehdebatte eher weiter verhärtet. Das dürfte also sehr knapp werden, dürfte wohl sehr, sehr schwierig werden. Vielleicht nochmal in Sachen Biden oder Trump, in Sachen Wirtschaft. Hier sehen wir, dass unter normalen Umständen die US-Wirtschaft ebenso um und bei 2% gewachsen ist. Ob Obama Präsident war, ob Trump Präsident war, spielt eigentlich keine Rolle. Es gab dann eben die Finanzkrise, die Obama und die Wirtschaft der USA reingerissen haben. Und es gibt eben jetzt die Corona-Krise, die Trump und die Wirtschaft der USA hereinreiste. Das ist sozusagen eigentlich der entscheidende Punkt. Jedenfalls sehen wir, dass wir, wenn wir jetzt diesen saisonalen Verlauf uns anschauen, vermutlich, wenn die Dinge so laufen, wie es sich jetzt zumindest abzeichnet, nichts ändert sich so schnell wie die Lage, aber dass wir dann jetzt eigentlich die Situation haben, dass die Aktienmärkte eine Niederlage von Trump einpreisen. Bei Joe Biden weiß man eben nicht, was kommt. Wird eine Elizabeth Warren Finanzministerin? Das wäre für die Wall Street eine richtig schlechte Nachricht. Also vor allem das Kabinett, das dann Joe Biden bilden würde, ist der große Unsicherheitsfaktor. Dementsprechend ist die Frage, gehen wir jetzt nach unten, dann würde, wenn der Oktober jetzt weiter negativ wird, die Wahrscheinlichkeit, dass Biden diese Wahl gewinnt, deutlich steigen. Oder gehen wir nach oben, dann würde die Wahrscheinlichkeit deutlich steigen, dass Trump Präsident bleibt. Ich wurde oft gefragt, von wem ist die Grafik? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, um ehrlich zu sein. Ich habe sie mal aus einem Twitter-Account rausgeholt. Ich glaube von Lance Roberts, ursprünglich die Grafik von der Deutschen Bank, aber nicht ganz sicher. Jedenfalls schauen wir uns mal an, was jetzt hier der Fall ist in Sachen Wochentage. Normal ist der Montag ganz ordentlich, leicht im Plus seit Anfang 2020. Der beste Tag ist Dienstag normalerweise, also der gestrige Tag, der allerdings leicht negativ war, eben aufgrund der Nervosität vor der Fernsehdebatte. Mittwoch, der heutige Mittwoch, ist durchschnittlich gesehen ganz positiv. Der schlechteste Tag ist Donnerstag, möglicherweise kommt dann die kalte Dusche morgen, wir werden sehen. Jedenfalls ist mein Eindruck von der Debatte,
So schlimm fand ich jetzt nicht, aber die Kommentare sind sehr negativ, was die Kultur dieser Debatte betrifft. Zweifelhaft ist jetzt, ob es eine zweite Debatte geben wird. Und es ist für mich relativ eindeutig, dass die Risikoaversion gestärkt wird tendenziell durch diese Fernsehdebatte. Stichpunkt Übergang eben, ein geordneter Übergang nach der US-Wahl. Das ist jetzt sozusagen das Damoklesschwert, was weiter über den Märkten hängt. Man hatte die Hoffnung, dass das weggenommen wird oder relativiert wird. Das ist nicht der Fall. Und dementsprechend sind Rallyes, wenn sie denn zwischendurch passieren, wahrscheinlich immer wieder nach oben gedeckelt, wie ich gestern getitelt habe, weil eben diese Unsicherheit bleibt. Und solange diese Unsicherheit nicht weg ist, wird es schwierig. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Handelstag und sage Ihnen Servus und Ciao.